Herr Schneider, Sie waren heute in unserem Haus zu Gast mit einem Thema, was uns brennend interessiert, nämlich überdachte Öffentlichkeit, Menschen in der Bibliothek. Ein Vortrag, der stattfand anlässlich des 15-jährigen Jubiläums unseres Freundeskreises, der Gesellschaft Anna Amalia Bibliothek, und stattfand auch in der Reihe, die den Titel hat, Konstellation Neue Sichten der Bibliothek. Vor diesem Hintergrund ist für uns natürlich von großem Interesse, wie Sie glauben, die überdachte Öffentlichkeit am besten in der Bibliothek symbolisiert werden kann. Also es ist die Geschichte der Bibliothek eine komplexe Geschichte. Und auch im 19. Jahrhundert, wo ich mich jetzt darauf konzentriere, da gibt es einmal die Öffnung von alten Bibliotheken, gelehrten Bibliotheken, aber Fürstenbibliotheken. Man kann das hier auch in Weimar sehen. Und auf der anderen Seite gibt es Neubauten von Bibliotheken. Und das war jetzt heute Abend das Thema. Also die neu gebauten Bibliotheken sind eigentlich Maschinen für die Vermittlung von Büchern und Menschen. Sie haben Lesesäle. Ja? Und das fängt eben in Paris an, das geht in England und USA weiter und ist dann eine Bewegung, die ich quasi überall am Werke sehe. Überall entstehen Lesesäle und diese Entwicklung der Bibliothek hat aber eben einen Anfang, nämlich diese Umwidmung von Bücherspeichern zu Arbeitsräumen. Sie haben das Jahr 1850 plus minus ausgemacht als einschneidende Zäsur für die Geschichte des Lesesaals in Bibliotheken bzw. in Bibliotheksplanung. Was ist der Grund? Was glauben Sie, was ist der Grund für diese Zäsur um 1850? Also ich habe mich jetzt mit der politischen und Gesellschaftsgeschichte so nicht näher befasst, dass ich jetzt sagen könnte, da gibt es einen Anlass. Ich beobachte nur, dass eben in Paris die Nationalbibliothek und vorher die Universitätsbibliothek, die Bibliothek Saint-Geneviève, neu gebaut wird, dass es in London einen Public Libraries Act gibt, der also den Kommunen im Land erlaubt, Bibliotheken zu bauen, und das führt dann zu einem Boom an Bibliotheken, dass es in Amerika Lesebewegungen gibt, Lesegesellschaften, die es übrigens auch in Deutschland gibt, die dann sich eigene Räume sozusagen bauen lassen. Diese Aktivität, diese Investitionen von Regierungen, ja, in Räume, wo, ja, ich kann es nicht besser sagen, die Begegnung zwischen dem Stand des Wissens in gedruckter Form und den nach immer neuen Ideen hungrigen Köpfen der Besucher stattfindet, das hat mich fasziniert. Und ich finde schon, dass man mit relativ großer Sicherheit sagen kann, dass da um 1850 etwas Neues passiert, denn diese neuen Bibliotheksgebäude, die haben dann alle Heizung, Licht und Lüftung. Die sind eben für Menschen eingerichtet, nicht nur für Bücher. In diesen neuen Bibliotheksplanungen um 1850, in den Fällen, die Sie untersucht haben, was ist denn da eigentlich in diesem Lesesaal erlaubt? Ist es einem tatsächlich vorgesehen, dass Wissen hauptsächlich konsumiert wird, um aus Staatsbürgern gebildete Staatsbürger zu machen, die ihre Pflicht tun, die Gesellschaft voranzubringen? Oder gibt es auch Raum für Kommunikation? Also gibt es erste Ansätze dafür, dass möglicherweise das, was in den Regalen steht, auch eine Entsprechung bekommt im Publikum, die also miteinander kommunizieren, ins Gespräch kommen? Lange Rede, kurzer Sinn, geht es tatsächlich in dem Lesesaal nur um eine möglichst effektive und effiziente Beaufsichtigung des für Bibliothekare immer noch provozierenden Nutzers? Oder geht es tatsächlich auch darum, neue Kommunikationsformen herzustellen, so etwas wie bürgerliche Öffentlichkeit zu ermöglichen? Also wenn man den Bildern Glauben schenken darf, und man darf ihnen wahrscheinlich nicht zu viel Glauben schenken, dann sieht man in Lesesälen sowohl aus Paris wie aus London diskutierende Menschen in den Lesesälen. In England wird tatsächlich häufig argumentiert, man sollte auch immer einen Club direkt neben einem Lesesaal haben. In Frankreich war das nicht so und auch in England ist mir das nicht bekannt, dass das wirklich gebaut wurde. Aber tatsächlich war die neueste Literatur damals, das waren Zeitschriften, das waren Zeitungen. Also diese Medien sind ja auch damals entweder neu oder sie sind sozusagen im Übermaß auch produziert worden. Ich glaube schon, dass es mit der Dynamik der Gesellschaft zu tun hat, ja? Mit der Dynamik auch der Kommunikation. Das Reisen wird durch die Eisenbahn auf einmal zu einer Erfahrung, die sehr viel mehr Leute machen können als nur Privilegierte. Und Bibliotheken erlauben sozusagen das Reisen im Kopf. Ja? Also man kann sich vom Stand der Dinge entfernen und auch wieder zu sich zurückkommen, kann sich prüfen, wo man selber steht. Ich würde schon sagen, dass solche Gebäude im Grunde sehr demokratische Gebäude sind. Jeder darf an das Wissen ran. Jeder, der sozusagen zugelassen wird als Student oder
oder als Mitglied eines Vereins oder so etwas. Das ist am Anfang noch nicht so furchtbar öffentlich, aber es wird es ja dann. Und jeder darf sich da auch entwickeln zu einer dann ja maßgebenden Person. Also ich würde mal sagen, niemand in der Gesellschaft des späten 19. und dann erst recht des 20. Jahrhunderts, der in der Gesellschaft etwas zu sagen hat, war nicht vorher in diesem Inkubationsraum, den der Lesesaal darstellt. Sie haben uns heute Beispiele gezeigt, die Sie vor allen Dingen favorisiert haben in Ihrer Darstellung aus Frankreich, den USA und aus Großbritannien. Die Beispiele aus dem deutschsprachigen Raum waren eher ernüchternd. Also ein berühmtes Beispiel ist die Treppenanlage in dem Gärtnerbau der Bayerischen Hofbibliothek beziehungsweise dann der jetzigen Bayerischen Staatsbibliothek. Eine große Treppenanlage, die einen doch eher gering dimensionierten Lesesaal führt, wenn man das in den Dimensionen vergleicht. Sagt das etwas aus über den Zustand einer Gesellschaft, dass sie so plant, auch über den Zustand des Denkens über Lesesäle und bürgerliche Öffentlichkeit, dass Sie die Gegenbeispiele, die positiven Gegenbeispiele vor allen Dingen aufgefunden haben in Paris, in London und in Boston? Also der Effizienzgedanke, der Gedanke, Bibliotheken zu logistischen Zentren zu bauen, der ist ganz offensichtlich zuerst in London und in Paris ausprobiert worden. Die Deutschen ziehen dann schon nach. Ich bin ganz dankbar für dieses Gegenbeispiel dieser Hofbibliothek, die sehr viele Wünsche des Königs auch inkorporiert, wie zum Beispiel diese Treppe, weil man da nochmal deutlich sehen kann, dass eben der Imperativ des Effektiven noch nicht so zum Tragen kam. Er wurde schon artikuliert, also Bibliotheksdirektor Lichtenthaler hat sehr deutlich gesagt, was er eigentlich braucht. Er hat es halt nicht bekommen. Die späteren Bauten, vor allen Dingen von Universitätsbibliotheken auf deutschem Boden, also im Deutschen Reich, die sind sehr überzeugende Beispiele auch für dieses effektive Denken, halt in kleineren Rahmen. Ja. Der nächste große Schritt eigentlich ist dann die Berliner Staatsbibliothek und das ist dann schon Anfang des 20. Jahrhunderts. Könnten Sie einen Plan ausmachen bei den vielfältigen Beispielen, die Sie uns heute dargestellt haben, bei dem Sie sagen, das ist es, das wäre Ihr Paradebeispiel, um zu zeigen, wie man Bibliotheken bauen sollte, wie man den Lesesaal angemessen platzieren sollte und ausstatten sollte? Also die Leipziger Universitätsbibliothek hat ein Hauptgebäude, das 1891 erstellt wurde. Und das ist gewissermaßen ein typisches, man könnte auch sagen, langweilig normales Gebäude. Es ist ein dreigliedriger Palast, in der Mitte der Lesesaal, rundherum die Magazinräume und die Bearbeitungsräume. Es steht vollkommen frei, das ist wegen der Feuergefahr immer sehr wichtig gewesen. Und das inkorporiert eben diese drei Funktionen sehr übersichtlich. Ja, die Funktion für die Leser da zu sein, geheizte Lesesäle, dann für die Bibliothekare eben auch geheizte Arbeitszimmer zu haben und ansonsten Magazine, die man jetzt nicht speziell heizen musste. Und das ist ein gewissermaßen prototypischer Grundriss. Tatsächlich sind die Bauten sehr viel zahlreicher und vielfältiger. Viele Bibliotheken sind nicht als selbstständige Gebäude gebaut worden, sondern in Bibliotheken oder in Universitäten hinein, siehe Wien, siehe Kiel. Und in jedem Fall mussten die lokalen Gegebenheiten berücksichtigt werden. Also ich denke nicht, dass es wirklich einen idealen Bau gab, aber es gab schon gewisse ideale Vorstellungen, dass der Bau etwas ermöglichen soll. Er soll Bewegungen ermöglichen, sowohl der Bücher wie auch der Menschen. Und das haben unterschiedliche Architekten an unterschiedlichen Stellen unterschiedlich gut hinbekommen, wie auch heute. Herr Schneider, abschließend noch eine Bekenntnisfrage. Wie sähe für Sie die Zukunft des Lesesaals aus, wenn Sie sich etwas wünschen könnten, was in einem Lesesaal in Zukunft zu finden sein sollte, welche Angebote dort gemacht werden und wie sich der Benutzer mit der Bibliothek auseinandersetzt, was würden Sie sich da wünschen? Also ich wünsche mir definitiv Kinos in den Lesebereichen. Das heißt also Stätten, wo mit hochauflösender Technik Bilder in brillanter Qualität hergestellt werden, die dann studiert werden können. Ich denke da an Bilder, die für Mediziner interessant sind, also Schnitte durch irgendwelche Organe. Ich denke aber auch an Bilder, die für Kunsthistoriker interessant sind.
Und die Digitalisierungsbewegung, die jetzt Archive und Bibliotheken und auch Museen erfasst, liefert ja ein immenses Bildmaterial, liefert uns unsere eigene Kultur nochmal als Film sozusagen, den man sich auch anschauen muss und den man studieren können muss. Also das wäre so ein Element, wo ich denke, das müsste eigentlich bald mal kommen und in Lesesäle eingebaut werden. Ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch in Weimar, für Ihren Vortrag und dieses Gespräch. Herzlichen Dank.